Also auch dieses lockere Suchen hier. Das Nicht-Oregon-Spiellisten-Suchen, das hat jetzt auch lange gedauert. Und Hawker ist vorhin wirklich aus dem Trupp geflogen. Er hatte gerade am Ende der letzten Partie so ein Steckersymbol. Und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Und Ram ist jetzt in Montagne um. Wir haben eine Puffbohne im Team. Den Raum sichern. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Die Platten weitergeben. Die Drohne der Gegner hat den Behälter gefunden. Nur noch 10 Sekunden. Schützt den Biogefahrgutbehälter um jeden Preis. Die haben Kali und Sophia. Böses Auge ist bereit. Seht euch mein böses Auge an. Iban haben sie auch. Ich mach die Küchenluke auf. Anziehen geholt. Ja, klar, Alter. Sophia Garage. Gab schon helfen. Komm, gab schon. Jawohl. Sie haben Ihre Versuche, den Behälter zu sichern, eingestellt. Scheiße. Den Behälter. Komm raus, raus, raus. Den Biogefahrgutbehälter beschützen. Hinten in der Ecke beim Bereich. Ja, ja. Beim Behälter. Die Gegner sichern den Biogefahrgutbehälter. Ein Operator. Sicherung des Biogefahrgutbehälters. Ja, wo war der andere? Ach, die Feinde ausschalten. Sag doch der Gegner was. Versucht nicht mehr, den Behälter. Musste ich nicht, habe ich keinen Blick drauf. Weiteren Zugriff auf den Biogefahrgutbehälter verhindert. Nur noch ein Gegner übrig.
Den Raum sichern. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Böses Auge. Nur noch 10 Sekunden. Tür gesichert. 5 Sekunden. Stacheldraht angebracht. Standort des Biogefahrgutbehälters unbekannt. Jackal haben sie. Absichern. Verbarrikadiert! Gumminem-Tunnel. Geht hoch. Lücke wieder offen, Küche. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter entdeckt. Ich glaube, Montagne ist im Tunnel. Ja, Montagne Tunnel. Kommt jetzt zu mir, engt mich ein. Die Gegner sichern den Biogefahrgutbehälter. Sie haben ihre Versuche, den Behälter zu sichern, eingestellt. Letzter verbleibender Operator. Wo kommt er denn jetzt her, verdammt nochmal? Warum hört man nichts hier? Das ist zum Kotzen, ey. Eigener Trupp eliminiert. Mission gescheitert. Ja, das Fenster war zu, ey. Den Biogefahrgutbehälter lokalisieren. Gute Arbeit. Der Biogefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Ach Kacke, ich habe jetzt auf Bombe geschielt, deswegen habe ich nicht den mitgenommen. Oh Mann. Kackdreck. Noch 10 Sekunden. 1 und 2. Noch 5 Sekunden. Sonnenraum. Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Weiter zu seiner Position. Irgendwo ist hier noch eine Kamera draußen. Ja, ich werde auch markiert. Sprengsatz unterwegs! Sprengsatz aktiv. Ah, ich hab sie. Ist auch verstärkt. Mhm. Kackdreck. Hier wäre offen. Yeah, wir können doch noch rein. Das Holz wieder fliegt.
fahre kurz mit der Drohne vor. Wände alle zu. Kein Typ zu sehen im Raum. Schlafzimmer ist auch sauber. Baustelle hat ein Holz, eine Holztür. Ja, Kamerafrau ist. Okay, Gymnastik ist sauber. Treppenhaus auch sauber. Ich guck nochmal Bad. Ansonsten war es das oben. Da ist frei. Bad auch sauber. Oh nein. So, ich komm mit. Von wo denn jetzt wieder, Mann? Der... Ja, ist klar, Alter. Ja, und ich darf ihn nicht sehen, oder was? Na klar doch. Oben auf dem Schrank, wenn du hier oben rechts in der Ecke. An dem Fernseher, ne? Wo der schon mal. Beziehungsweise er liegt. Da ist Carly. Ladesprenggranate. Fuse der hin, Alter. Wo fuse der hin? Ach, geh gekommen. Ja! Sicherung des Behälters einstellen. Hat er sich selbst umgebracht? Nee, aber er hat irgendwie Schaden selbst bekommen, ey. Ich weiß auch nicht. Nur noch einer vom eigenen Trupp. Ja, was war das? Mit Sicherung des Behälters fortfahren, sobald die Bedrohung neutralisiert ist. Eigener Trupp wurde eliminiert. Das kann alles nicht sein, ey. Ach man, ganz großer Kack. Nehme ich Termit nicht mit? Weil ich irgendwie gedacht habe, ach Bombe. Wo willst du denn da schon groß aufmachen? Klar, vielleicht wenn die oben beim Hauptschlafzimmer sind und beim Gymnastikraum die Außenwand, die Terrasse da, aber nö. Und dann sind die in der Garage, Bereich sichern. Das war dödelig. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.